Seit den frühen Morgenstunden sind sie zum Flugplatz geströmt. Rund 100.000 Gläubige sind gekommen, um mit dem Papst die heilige Messe zu feiern. Großer Jubel bei der Ankunft des Kirchenoberhaupts. Die Messe gilt als einer der Höhepunkte seines Deutschlandbesuchs. In seiner Predigt rief der Papst zur Einheit der katholischen Kirche und zur Erneuerung des Glaubens auf. Er warnte vor religiöser Routine. Menschen, die unter ihrer Sünde leiden und Sehnsucht nach dem reinen Herzen haben, sind näher am Reich Gottes als kirchliche Routiniers, die in ihr nur noch den Apparat sehen, ohne dass ihr Herz davon berührt wäre, vom Glauben. Nicht auf das Reden, sondern auf das Tun jedes Einzelnen komme es an. Am Nachmittag wird der Papst eine Rede im Freiburger Konzerthaus halten und am Abend zurück nach Rom fliegen.